Ja, wir machen den Almabtrieb, das ist das dritte Mal. Einmal ist er leider ins Wasser gefallen, aber funktioniert auch immer sehr gut. Das ist eine recht nette Geschichte. Vater von Hollendörfer, wie ist jetzt auf die Idee gekommen, einen Almauftrieb zu machen? Ja, wir haben es eigentlich gedacht. Es war vor Jahren einmal also ein sogenannter Josefemarkt. Und der ist eigentlich irgendwann einmal weggekommen, weil den hat ganz einfach keiner mehr machen wollen. Und wir haben gesagt, das ist in der ganzen Umgebung, ist im Frühjahr nichts. Wir haben gesagt, wir machen alle 2 Jahre einen Berchtenlauf und gegengesetzt alle 2 Jahre eigentlich einen Almauftrieb. Und das trifft sich dann super im Frühjahr. Also, ja. Kommen dann auch viele Leute. Das größte Lob für jeden Veranstalter, reger Besuch. Aber ich glaube, bei so einem wunderbaren Wetter und bei dieser Kreativität unserer Höllenteufel geht man gerne fort. Und die Leute sind hungrig nach frischer Luft. Und das ist auch gut so. Und ich wünsche den Veranstaltern heute hier alles Gute und viel Erfolg. Das heißt, es war vorher wirklich, früher wirklich Kirche in Schwader verstanden. Ja, es hat früher richtig, so wie es eigentlich jetzt nur mehr in die Berge ist, mit Alm. Es hat eine Alm gegeben, eine Heide gegeben. Da sind die Kühe ganz normal aufgetrieben worden. Da sind den ganzen Sommer draus gewesen, haben dort ein Wasserstück gehabt, alles war eigentlich wie in den Bergfriedern. Wir von der Gemeinde unterstützen das natürlich, das ist gar keine Frage. Und wir wollen, dass jeder Verein etwas beiträgt zu unserem kulturellen Leben. Vielschichtig ist das dann natürlich, spricht verschiedene Gruppen der Bevölkerung an. Aber gesamt gesehen sind meistens immer alle da. Ja, Conny, heute sind wir am gleichen Ort, wo normalerweise die Laufevents ausgetragen werden, aber heute ist der Almauftrieb da. Ja, genau, es ist eine tolle Veranstaltung und eine Bereicherung für Schwadorf und ist einmal was anderes. Ja, aber Traktorfahren und Laufen ist schon ein Unterschied, oder? Ja, schon ein bisschen, ja. Von den Schwadorfer Höllendörfern macht es heute eine Traktorfahrt. Ja, genau, also wir bieten da jetzt ein bisschen so eine Rundfahrt durch die Felder von Schwadorfer. Und wie man sieht, sind sehr viele junge Leute dabei und kommt, glaube ich, gut an, ja. Ja, Pfarrer, der Almauftrieb heute hat begonnen mit einer wunderschönen Feldmesse. Ja, genau. Es war wieder eine wunderbare Freude, auch hier sein zu dürfen und mit der Messe das zu beginnen. Es ist beim letzten Mal eh leider ausgefallen, das ganze Fest dann wegen Schlechtwetter, aber heuer hatten wir wieder die Gelegenheit, bei diesem traumhaften Wetter hier mit der Heiligen Messe dieses tolle Fest zu eröffnen. Wie Sie in Ihrer Predigt gesagt haben, wundervolle Menschen hier in Schwadorf und eine wunderbare Gemeinschaft sieht man auch heute wieder mit dem tollen Anklang, dass viele kommen. Genau, das zeichnet Schwadorf auch aus, dieser Zusammenhalt, eigentlich quer durch alle Vereine durch. Und ohne diesen Zusammenhalt wäre hier wirklich vieles nicht möglich. Und dafür sind wir wirklich, wirklich sehr froh und sehr dankbar. Insbesondere auch ich als Pfarrer bin dafür sehr, sehr dankbar. Ja, Schwadorfer Almauftrieb, ihr seid traditionell in der Tracht gekommen, im Dirndl. Genau, richtig. Das gehört einfach dazu. Gefällt euch? Ja, also es ist jedes Jahr ein Ereignis. Wir sind sehr, sehr gerne da. Und Tracht ist in Schwadorf bei vielen Festen. Ist Gott sei Dank, das gefällt mir sehr gut. Gefällt euch der Almauftrieb und wieso seid ihr gekommen? Weil wir einfach den Berchtenverein halt natürlich unterstützen wollen, auch wenn es jetzt keine Tiere dazu gibt. Aber ich bin ja ursprünglich aus der Steiermark, wo es normal einen richtigen Almauftrieb gibt halt mit den Kühen, aber das passt da, das ist lustig. Ja, ich habe mich schon gefragt, wo sind die Kühe? Leider sind keine da. Ich habe jetzt gerade beobachtet, wie Sie uns einen Almkaffee zubereiten. Was ist da alles drinnen? Also der Almkaffee besteht einmal aus einem Teil von einem normalen Kaffee, dann ein bisschen was Schärferes, ein Scharlachberg, ein Weinbrand und einen Schluck Eierlikör und einen Tupfenschlag was drauf. Ja, Schwadorfer Almabtrieb, warum bist du heute gekommen? Weil heute ein schönes Wetter ist und weil ich mir gedacht habe, ja, ein paar Bier, ein bisschen was zum Essen, gute Musik, das passt für heute, ja, für den Sonntag. Das heißt, wenn Schwadorf ruft, kommen die Leute? Ja, immer, bei jedem Verein kommen sie, ja. Waren Sie schon mal da? Oder? Ja, sicher, jedes Mal. Jedes zweite Jahr, wo Sie es machen, dann kommen wir raus. Das gefällt Ihnen besonders gut? Ja, alles. Essen, alles ist gut. Musik, passt alles. Ja, wir sind heute bei der Speckhütte. Was gibt's da jetzt? Da gibt's einen Speck mit Gewürz, die hängen da. Und einen ohne Gewürz. Die macht mein Papa. Und ja, kommen vom Wildschwein. Und ja,
Na, Almhoftrieb ist super. Ich bin jetzt mittlerweile schon zum vierten Mal, glaube ich, da. Und die Schwadorfer Höllenteufel sind natürlich eine Institution in Schwadorf und der Verein, der absolut gut ist und super. Okay, Almhoftrieb heute in Schwadorf, warum bist du gekommen? Warum? Ja, weil er nur alle 2 Jahre ist und jetzt war er schon ewig nicht mehr. Und jetzt muss man natürlich vorbeischauen, das ist ein Pflichttermin. Was gibt's da heute alles? Gute Schmankerl zum Essen, einen guten Wein zum Trinken und gute Stimmung, wie immer in Schwadorf.